Herzlich willkommen in der V-Harmonika App. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe dieser App steirische Harmonika lernen können. Um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf den oben gelegenen Pfeil. Als Grundeinstellung ist der Spielmodus aktiviert. Um in den Lernmodus zu gelangen, müssen Sie auf Lernmodus umschalten und Sie werden automatisch zur Liederseite geleitet. Hier oben befinden sich kostenlose und bereits gekaufte Lieder. Unten werden Lieder zum Kauf angeboten. Man kann entweder nach Schlüsselwörtern oder nach Interpreten suchen. Wenn Sie Näheres zum Lied erfahren möchten, klicken Sie einfach auf Kaufen und es öffnet sich das Infofenster mit Informationen über den Interpreten, Liednamen, Preis, Schwierigkeitsgrad des Liedes und die verfügbaren Harmonika-Modelle, für welche das Lied angepasst wurde. Hier gibt es auch eine Hörprobe. Wenn Sie das Lied kaufen möchten, klicken Sie auf Lied kaufen und folgen den Anweisungen. Um die Enstaler-Polka zu lernen, klicken wir auf Play und wählen danach das Harmonika-Modell aus, welches wir spielen. Hier wählen wir die Anzahl der Knöpfe auf der Diskantseite aus, zum Beispiel 46 Knöpfe traditionell und bestätigen. Danach wählen wir den Typen Bassseite aus, zum Beispiel Mollbässe, X- und H-Bass entkoppelt und bestätigen. Zu guter Letzt noch die Stimmung, BS as des. Und bestätigen. Jetzt ist die Harmonika konfiguriert. Bevor wir die Einstellungen mit einem Klick auf den unteren Pfeil schließen, können wir noch drei verschiedene Ansichten auswählen, einfache oder schwierige Bassläufe aktivieren und die Diskantseite, den Liedtext oder die Knopfbezeichnung ein- oder ausschalten. Des Weiteren kann man auch die Lautstärke und das Tempo regulieren. Die konfigurierte Harmonika erscheint und das Lied ist jetzt geladen. Drückt man auf Play, fängt das Lied an zu spielen. Um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzufahren, berührt man einfach den Bildschirm. Die Animation zeigt uns, mit welchen Fingern wir die Knöpfe spielen müssen. Nummer 1 ist der Daumen, 2 der Zeigefinger, 3 der Mittelfinger, 4 der Ringfinger und 5 der kleine Finger. Der blaue Pfeil zeigt die Balkrichtung. Blau bedeutet Balk auf Druck, Orange Balk auf Zug. Im unteren Feld befindet sich die Kontrollleiste. Mit dem ersten Knopf gelangt man zum Anfang des Liedes, mit dem letzten Knopf zum Ende des Liedes. Der Zeitraffer ist in Teile aufgeteilt. Um zu den einzelnen Teilen zu gelangen, drückt man auf den zweiten oder den vierten Knopf. Der Pfeil oberhalb des Zeitraffers zeigt den aktuellen Standpunkt des Liedes an. Mit Hilfe der beiden unteren Pfeile kann man einen Bereich eingrenzen und nur diesen abspielen. Falls das Lied einen Liedtext besitzt, wird dieser in diesem Bereich angezeigt. Möchte man mit der V-Harmonika-App ein Lied eigenhändig spielen, sucht man die Einstellungen auf und wählt den Spielmodus aus. Nach der Konfiguration der eigenen Harmonika schließt man die Einstellungen und man kann mit dem Modell ein Lied vorspielen. Vielen Dank, dass Sie sich für den virtuellen Unterricht mit der V-Harmonika-App entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg!